So, neben mir steht Daniel Nitzkowski. Vielen von euch sicherlich ein Begriff und er ist euch bekannt. Ich kenne Daniel jetzt, wir haben gerade überlegt, mussten gar nicht lange überlegen, seit ungefähr 19 Jahren. Als ich U19-Trainer beim MSV Duisburg war, war er dort Amateurspieler. Und seitdem haben wir uns immer wieder getroffen, sind uns über den Weg gelaufen. Er war zunächst mehrere Jahre in den USA, dort Fußball gespielt und studiert, hat also über den Tellerrand hinaus geblickt, Einflüsse einer anderen Kultur, auch einer anderen Fußballkultur mitgebracht und in sich aufgesogen und durch viele Begegnungen dort entwickelt. Dann kennen wir ihn als Kompagnon, als Kollegen von Frank Wormuth bei der Hennes-Weisweiler-Akademie für Jahre, bevor er dann bei Bayer Leverkusen auch ins Profigeschäft einstieg und dort als Co-Trainer aktiv war. Jetzt wieder zurück als Leiter der Hennes-Weisweiler-Akademie und nicht nur als Leiter der Hennes-Weisweiler-Akademie, sondern gleichzeitig im Trainerstab der U21, die uns jüngst so viel Freude bereitet hat beim letzten Turnier. Ich glaube, gerade dieser Effekt von Trainerausbildung auf der einen Seite und Praxisbezug und Praxiserfahrung auf der anderen Seite aus der Situation heraus, bei einem solchen Turnier dabei gewesen zu sein und auch aktiv Mannschaften mitgestaltet zu haben. Diese beiden Tätigkeiten befruchten sich erfahrungsgemäß immer sehr. Das eine geht aus meiner Sicht ohne das andere ja gar nicht. Und wir haben vielleicht mit ihm eine Person, bei der man bereits eine Aussage, die 2009 beim ETK in Pforzheim getätigt worden ist, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo diese Aussage auch besonders ihren Wahrheitsgehalt transportiert. Ein Referent sagte damals, wer Persönlichkeiten entwickeln will, muss seine eigene Persönlichkeit permanent reflektieren. Und das ist, glaube ich, wenn man die Entwicklung, seit wir uns kennen, sieht, bei Daniel sehr, sehr gut zu beobachten gewesen. Und ich muss sagen, ich bin stolz darauf und freue mich, meine Ausbildung bei Erich Rutemöller, der hier gewesen ist, gemacht zu haben. Aber Daniel, ich glaube, ich würde auch gerne nochmal bei dir die Schulbank drücken. Ich freue mich auf den Vortrag. Ganz, ganz herzlichen Dank zum Thema Spielcoaching. Daniel. Ja, vielen Dank, Dirk. Vielen Dank für die netten Worte. Hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut. Ich finde das eine schöne Note, wenn man jetzt in so einem ITK, wo es wirklich um Coaching geht, wo es auch viel um Zwischenmenschliches geht, dann so eine zwischenmenschliche Note drin hat. Also nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Heute Morgen ist irgendwann mal der Begriff Fallhöhe, ich glaube, Markus, du hast es gesagt, ne? Fallhöhe gefallen. Ich glaube, nach dem Morgen, den wir heute alle erlebt haben, ist die Fallhöhe sehr groß. Wir haben zwei super Vorträge, einmal wirklich mit dem Beziehungsaspekt im Mittelpunkt und einmal mit dem Momentum, was es so im Spiel gibt, wie ich das beeinflussen kann im Mittelpunkt. Und daraus kann ich, glaube ich, für meinen Vortrag auch ganz viel ziehen. Ich habe mich jetzt in der Mittagspause mal hingesetzt und habe natürlich überlegt, okay, was bleibt jetzt noch vom Kuchen übrig, weil es ging schon sehr viel um Spielcoaching. Aber ich glaube, ich habe ein paar interessante Dinge noch im Angebot, die für euch so als Modell auf der einen Seite interessant sein können und auf der anderen Seite auch so in der Anwendung ein paar Beispiele, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Und ich habe mich jetzt tatsächlich, obwohl natürlich Markus komplett recht hatte, als er gesagt hat, dass der Beziehungsaspekt, eine belastbare Beziehung, sehr, sehr wichtig für ein erfolgreiches Coaching ist, weil derjenige, den ich coachen will, der muss das natürlich erstmal auch von mir annehmen. Und ansonsten coache ich ins Leere. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn ich als Trainer auf dem Platz stehe, dann muss ich dafür sorgen, dass die Mannschaft auch Fußball spielen kann. Und deswegen ist für mich der Ansatzpunkt, bei allem, was wir heute Morgen schon gehört haben, ist für mich der Ansatzpunkt in dieser Präsentation jetzt, vor allen Dingen der des Fußballcoachens im Spielcoaching. Da hat Julian Nagelsmann natürlich auch schon ein paar Dinge erwähnt, die jetzt bei mir nochmal Thema werden, aber ich glaube, es ist weniger eine Doppelung als vielmehr eine Möglichkeit für mich, Bezug auf die beiden zu nehmen und an der einen oder anderen Stelle dann nochmal darauf zu verweisen, was heute Morgen gesagt wurde. Ich glaube, das macht es interessant, ist aber auf der anderen Seite natürlich auch immer eine Aufgabe für euch, die Notizen, die ihr euch heute Morgen gemacht habt, mit dem abzugleichen, was ich jetzt erzähle. Es soll insgesamt vor allem darum gehen, wie es möglich ist, in der Vorbereitung auf das Coaching, was ich tatsächlich während des Spiels dann ausführe, einzuwirken. Also eine Möglichkeit, dann auch den Spielern Freiheit zu geben, weil ich es eben so vorbereitet habe, dass ich nicht die ganze Zeit alles ansagen muss, sondern die Spieler auch selber wissen in der Situation, wie sie mit ihrer Freiheit die Situation lösen können. Übrigens,
wer morgen Physio braucht wegen der Nackenstarre, ich bin auf jeden Fall auch mit dabei. Gut, ich habe was mitgebracht, weil ich arbeite sehr gerne mit Video. Das ist zum Thema Spielcoaching nicht so ganz einfach, weil natürlich da wenig interessantes Material da ist. Deswegen habe ich mir einfach mal total zufällig das erste Spiel der Zweitligasaison rausgepickt vom Freitagabend Stuttgart gegen Hannover und habe zwei Sequenzen mitgebracht, wo es um Spielcoaching geht, beziehungsweise wo Spielcoaching zu sehen ist. Und ich möchte im Vorhinein sagen, das ist völlig ohne Wertung. Also es geht jetzt nicht darum, dass der eine Trainer das gut macht und der andere es nicht so gut. Es geht nur darum, dass es total unterschiedliche Arten sind, mit der Situation umzugehen. Es sind zwei Situationen, die direkt hintereinander geschnitten sind. Die eine ist aus dem Spiel raus, also im laufenden Spiel, und die zweite ist in der Spielunterbrechung. Und weil ich ja weiß, dass nach dem Mittagessen Video mal ganz gut ist, um so ein bisschen das Blut wieder vom Bauch in den Kopf zu bekommen, schaut es euch mal an und vor allen Dingen achtet nicht aufs Spiel. Das ist bei Stuttgart recht spektakulär, deswegen ist es schwer, da nicht drauf zu achten. Aber achtet mal auf die Trainer wirklich. Ton ist aus, einfach damit der Fokus noch ein bisschen stärker drauf ist. Jetzt sieht man nur Tim Walter gerade. Zweite Aktion, kommt jetzt gleich rein. Verletzungspause, verletzter Spieler liegt im 5-Meter-Raum. Spiel wird unterbrochen. Schaut euch mal an, wie sie es angehen. Ja, Tim fängt jetzt gleich erst richtig Feuer. Das ist das Vorspiel. Okay, ich gehe mal weiter. Das ist natürlich eine Ausnahmesituation. Das ist jetzt nicht so, dass es diese Art von Unterbrechung dauernd gibt, sondern normalerweise sind die kürzer. Trotzdem konnte man zwei total unterschiedliche Verhaltensweisen im Spielcoaching sehen. Der eine Trainer total aktiv wäre jetzt dem anderen nicht gerecht gegenüber. Der eine total präsent und sehr, sehr stark mit Instruktionen den Spielern gegenüber. Der andere eher ruhiger an der Seitenlinie, bis auf die Fehlentscheidung, muss man sagen. Aber ansonsten, also aus seinen Augen Fehlentscheidung, ansonsten eher ruhig, eher so begleitend am Spielfeldrand und auch in der Verletzungsunterbrechung dann so, dass der eine Trainer sehr, sehr nah an die Spieler rangeht und sehr, sehr eindringlich auf sie einredet und der andere sie eher ankommen lässt, was zur Mannschaft sagt, auch eher weniger und die Mannschaft dann wieder auf den Platz schickt. Also zwei total unterschiedliche Verhaltensweisen mit dieser Situation umzugehen. Und nochmal, weder die eine ist die eine richtig noch die andere falsch. Ne? Also es ist gar keine Wertung. Da hätte man jedes andere Spiel auch nehmen können und man hätte immer zwei Trainer gesehen, die total anders oder total unterschiedlich agieren. Was allem gemein ist, ist, dass Coaching immer eine Begleitung, eine Unterstützung ist. Das ist jetzt, ich habe jetzt recht viele Doktortitel hier gesehen, das ist jetzt keine offizielle Definition, sondern einfach eine Hilfe für alle zu wissen, worüber wir sprechen. Also es geht beim Coaching darum, etwas zu begleiten, meistens einen Prozess zu begleiten und diesen Prozess zu unterstützen. Das heißt, der Prozess findet statt und ich versuche, auf diesen Prozess einzuwirken, indem ich unterstütze. Und in der Regel tue ich das als Trainer, vor allen Dingen im Spiel, um die Leistung meiner Mannschaft, was auch immer das ist, ne? Also ob das nur ein Sieg ist oder eine gute Performance gemessen an dem, was wir uns vorgenommen haben, also die Leistung meiner Mannschaft positiv zu beeinflussen. Das ist meine Aufgabe als Trainer. Und da gibt's, und da habe ich mal die Worte von Markus aufgegriffen, ich hatte da erst so etwas weniger griffige Begriffe stehen, da gibt es einmal das Können und das Wollen. Und für beides bin ich zuständig als Trainer. Also ich muss meine Mannschaft in die Lage versetzen, dass sie das kann, was ich von ihr erwarte. Und ich muss sie aber auch in die Lage versetzen, dass sie das dann auch umsetzen wollen. Also für beides bin ich verantwortlich. Wir bewegen uns jetzt vor allen Dingen auf der Ebene des Könnens. Also wie kriegen wir das hin, dass die das tatsächlich auch können? Dass sie es wollen, setzen wir an der Stelle mal voraus, obwohl man es wahrscheinlich nicht kann.
Und Leistung, Team ist ja immer so ein abstrakter Begriff. Das Team an sich gibt es ja eigentlich nicht. Also es ist ja keine physische, das gibt es nicht. Ne? Also das Team setzt sich zusammen aus ganz vielen Einzelspielern. Und um an das Team zu kommen oder um die Teamleistung zu beeinflussen, muss ich an jeden dieser Einzelspieler rankommen. Das hat Markus ja vorhin auch schon mal gesagt. Ich muss zu jedem den Schlüssel finden, also den Öffner. Und dann habe ich, wenn das in der Summe zusammen gut funktioniert und diese Art des Spirits, der Atmosphäre noch dazukommt, habe ich die Chance, dass diese Gruppe eine außergewöhnliche Leistung vollbringt. Also das ist die Summe der praktisch Einzelleistungen. Und wenn man es ganz, ganz stark runterbricht, dann ist es die Summe, sportlich gesehen, die Summe der guten Aktionen, die meine Mannschaft im Spiel hat, was auch immer das ist erstmal. Aber wenn meine Mannschaft möglichst viele gute Aktionen pro Spieler hat, hat sie das als Mannschaft auch und dann ist die Hoffnung groß, dass das in einer guten Leistung, in einem gewünschten Ergebnis sich auch niederschlägt. Also, es geht um Aktionen. Und an der Stelle würde ich euch gerne ein Modell zeigen, was aus meiner Sicht in dem Kontext Aktionen sehr, sehr gut nochmal unterteilt. Also, wir werden jetzt gerade sehr kleinteilig, ich weiß, das nach dem Mittagessen ein bisschen gefährlich. Und trotzdem glaube ich, dass es das Denken verändert, wie man über Coaching nachdenkt, wenn man darüber überlegt, was ist denn eigentlich eine Aktion. Und eine Aktion in diesem Modell, das gibt es auch mit, da müsste man ein W hinschreiben, wird abgekürzt durch diese drei Buchstaben, besteht aus K für kommunizieren, E für entscheiden und U für umsetzen. Das sind die drei Dinge, die man macht. Also kommunizieren. Und ganz wichtig, kommunizieren für einen Fußballspieler, der soll ja eine gute Aktion haben, kommunizieren heißt nicht unbedingt mit dem Mitspieler reden, also reden über Sprache. Das ist eine Art der Kommunikation, aber hier geht es um Kommunikation zwischen den Spielern, also zusammenwirken, Zusammenspiel. Und zwar nicht nur mit meinen eigenen Spielern, sondern auch mit denen des Gegners. Ich versuche mal, das zu verdeutlichen. Also als Spieler stehe ich auf dem Platz in einer bestimmten Position und alles um mich herum hat irgendwie eine Beziehung zu mir. Gegenspieler gibt es, es gibt Mitspieler und die senden alle irgendwelche Signale aus und diese Signale nehme ich wahr, die interpretiere ich und aufgrund dieser Signale treffe ich dann irgendwann eine Entscheidung. Ich selber strahle aber auch Signale aus. Das heißt, das ist keine Einbahnstraße, sondern ich nehme was auf und wenn ich jetzt darauf basierende Entscheidung treffe, strahle ich auch wieder was aus. Das heißt, die Konstellation um mich herum verändert sich dadurch, dass ich was mache. Also kommunizieren ist irgendwie wichtig, dass ich mit dem Spiel kommunizieren kann. Und dann, aufgrund der Kommunikation, treffe ich irgendwann eine Entscheidung. Also ich nehme die Reize auf, nehme alle Informationen auf und nach bestem Wissen und Gewissen und natürlich auch meiner Intuition, wobei das basiert natürlich auch darauf, was ich für eine Konstellation um mich herum habe, treffe ich eine Entscheidung und die Entscheidung muss ich dann natürlich auch noch umsetzen. Und das ist ein Modell, was ich mir nicht selber ausgedacht habe, kann ich mir leider nicht ans Revier heften, sondern das geht auf Verheyen zurück, kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Ein Kollege aus den Niederlanden, der auch als Trainer tätig war, eher so aus dem konditionellen Sektor kam und jetzt aber auch stark in die Richtung Taktik geht. Und ich finde dieses Modell, ich habe noch kein besseres gefunden. Also ich habe an dem Modell auch zuerst mal ich gedacht, naja, kommunizieren. Ja, okay. Also kommunizieren ist ja für mich was anderes. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, naja, es gibt aber auch keinen Begriff, der es besser umschreibt. Von daher, wenn einer von euch einen Begriff hat, der es besser beschreibt, bitte Nachricht an Ayosha, weil ich nehme die alle gerne mit. Also wenn wir einen Begriff finden, gemeinsam hier in diesem großen Raum, der besser ist als kommunizieren, der es besser beschreibt, dann würde ich da statt K auch was anderes hinsetzen. Es geht mir eher um das Prinzip. Also kommunizieren, entscheiden, umsetzen. Und zweite Szene, habe ich mitgebracht, ist leider aus dem Finale, tut immer noch, Stefan, Toni, sorry, tut immer noch so ein bisschen weh, aber es geht um Ceballos, Dani Ceballos. Fantastischer Spieler, wissen natürlich alle. Aber es geht darum, wie der mit dem Spiel kommuniziert. Und dafür lasse ich die Szene einmal ablaufen. Könnt ihr euch mal angucken. Der ist, das ist er. Also es geht nicht nur darum, was der verbal macht, was der mit Gestik macht, sondern auch, wie der auf die Reize um ihn herum reagiert. So, Deckungsschatten verändert sich und er verändert auch seine Position. Ja, und das macht er die ganze Zeit. Dirigiert noch kurz, Schulterblick, so und jetzt wird er erst angespielt. Die ganze Zeit hat er aber mit dem Spiel so kommuniziert, dass er all diese Reize um sich herum, jetzt hat er auch noch gleich noch eine super Aktion, die lassen wir einfach mal laufen, all diese Reize, die um ihn herum stattfinden, die nimmt er alle auf
und der ist halt in der Lage, extrem gut aus diesen Reizen eine Entscheidung für sich selbst abzuleiten. Der kann das natürlich auch super umsetzen, weil er einfach technisch ein unglaublich guter Spieler ist. Aber das Qualitätsmerkmal in der Situation ist einfach die Kommunikation mit dem Spiel. Und da könnte man jetzt jeden Spieler durchgehen und jeder Spieler in dieser Situation kommuniziert auf irgendeine Art mit dem Spiel. Also Ceballos da als tolles Beispiel, einfach weil es auch so auffällig war, als wir uns das Spiel nochmal angeguckt haben, wie der diese Situation geregelt hat. Also erstmal so zum Thema, die Spieler können auch was auf dem Platz selber regeln. Ich glaube nämlich, dass sie es können. Der hat das wirklich in die Hand genommen. Also natürlich hat der Trainer auch mitgeholfen, aber der hat die Entscheidung getroffen nach 3 Minuten, wir machen jetzt was anders und hat das dann eingeleitet und angeleitet, auch was seine Mitspieler betrifft. So, und jetzt ist natürlich die Frage, so, das ist ja irgendwie ein Konzept, was einige von euch vielleicht schon mal gehört haben, aber wie reiht sich das ein in das, was wir so traditionell so im Fußball im Kopf haben? Und da gibt es natürlich die Ebene der Taktik, Ebene der Technik, das sind ja so die beiden Begriffe, über die wir viel nachdenken, wenn es um die Leistung auf dem Platz geht. Und die kann man ganz gut zuordnen, weil die Taktik ist eigentlich ein, wenn es jetzt böse sagt, Sklave der Kommunikation. Also die Taktik hilft mir, oder ein taktischer Plan hilft mir, besser zu kommunizieren mit dem Spiel. Also mit anderen Worten, die ganzen Reize, die um mich rum sind, die von meinen Gegenspielern irgendwie ausgehen, die nehme ich wahr, dann nehme ich meine Mitspieler wahr, ich nehme Verhaltensweisen wahr. Das hilft mir, wenn ich weiß, was ist eigentlich unser eigener Plan. Wenn es keinen Plan gibt, dann gibt es auch keine Kommunikation, weil dann gibt es einfach so, ja, gibt es Kommunikation schon, aber die ist nicht effektiv, weil du nimmst einfach Sachen auf, die du nicht interpretieren kannst. Und dann kann es sein, dass du es aus der Intuition irgendwie lösen kannst, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch. Die ist deutlich höher, wenn es tatsächlich einen Plan gibt. Und umsetzen ist die Technik, also in unserem traditionellen Verständnis. Ist die Technik, also die Fähigkeit, meine Entscheidung umzusetzen. Und wenn man das jetzt so als Gesamtgemengelage mal sieht, dann ist das Entscheiden eigentlich das, was die Spielintelligenz ausmacht. Also ich habe es jetzt mal abgekürzt mit Spiel-IQ, weil die Entscheidung ja bedeutet, ich kann super kommunizieren, das heißt, ich nehme alles wahr, interpretiere das auf eine effektive Art und ich kann auch noch einschätzen, was ich tatsächlich umsetzen kann. Ja, weil das ist wichtig, nicht nur, dass ich es umsetzen kann, sondern auch, dass ich einschätzen kann, was kann ich machen und was nicht. Also ich kann natürlich jedes Mal gut kommunizieren und einen Diagonalball spielen, wenn ich den aber nicht kann, dann wird es trotzdem keine gute Aktion. Also die Spielintelligenz als entscheidendes Kriterium für die Qualität der Aktion. So, in dem Coaching-Prozess, also wir sind ja im Coaching, geht es ja eigentlich nicht um uns. Klar betrachten wir das jetzt aus dem Blickwinkel des Trainers, sondern es geht um den Spieler. Und da ist es natürlich legitim, auch mal zu fragen, was wünschen die sich denn eigentlich? Und deswegen habe ich mich während des Trainingslagers und während der EM, da hat man immer so ein bisschen Zeit, mal mit 2, 3 Spielern unterhalten und dann mehr beiläufig natürlich gefragt, was wünschen die euch eigentlich so, wenn der Trainer an der Seitenlinie ist? Und das ist das, was die gesagt haben, Vertrauen. Also Spieler wünschen sich immer Vertrauen, also immer gefährlich, wenn das Vertrauen eher Hoffnung ist. Aber Vertrauen wünschen sie sich auf jeden Fall. Sie wünschen sich einen klaren Plan, das ist so. Also es gibt natürlich die Spieler, die gerne Freiheit haben, aber wenn es dann schlecht läuft, dann sagen die schon auch, was ist denn eigentlich der Plan? Also das ist immer so ein bisschen opportunistisch, aber einen klaren Plan wollen sie schon haben. Die wollen Unterstützung und, also einer, der das jetzt gesagt hat, und die wollen natürlich auch ein bisschen Freiheit. So, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das, weil das ist ja das, was der Spieler im Endeffekt will, wie kriegen wir das unter einen Hut? Und haben unsere guten Aktionen im Hinterkopf. Und ganz wichtig ist, dass wir über Kommunizieren, Entscheiden, Umsetzen, Entscheiden als wichtiges Kriterium für die Qualität der Aktion kennengelernt gerade. Und da muss man sagen, dass Spieler natürlich nicht die Entscheidung des Trainers umsetzen, sondern die setzen ihre eigene Entscheidung um. Ich kann ihnen helfen dabei, auf eine gute Entscheidung zu kommen, aber im Endeffekt entscheiden die selber. Und das muss ja auch so sein. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil jetzt müssen wir natürlich die Bedingungen herstellen als Trainer durch unser Coaching, dass die Entscheidungen möglichst gut sind. Die Frage ist, wie machen wir das? Es geht auf jeden Fall nicht im Spiel, also nicht nur im Spiel. Ich kann natürlich auch im Spiel und ich muss auch im Spiel coachen. Und manchmal sind das auch Dinge, die so aus dem Affekt rauskommen. Aber wenn es effektiv sein soll, dann ist Spielcoaching, muss natürlich immer irgendeinen Bezugsrahmen haben. Also wenn ich in der Situation einem Spieler erklären muss, wie der eine bestimmte Aktion ausführen soll, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es einfach zu komplex für die Situation ist. Spielcoaching ist total limitiert, was die Situationen betrifft. Also wenn ich jetzt im Profibereich an der Seite bin, dann ist laut im Stadion, dann kann ich vielleicht die Spieler in meiner Nähe noch erreichen, die da hinten erreiche ich auf jeden Fall nicht. Und da bin ich schon darauf angewiesen, dass die entsprechend die Entscheidung selber fällen können. Und auch zeitlich ist es natürlich limitiert. Deswegen ist es wichtig, wenn man das so als Modell sieht, dass man Spielcoaching nicht einfach so einen Bezug
bezuglos sieht, sondern dass Spielcoaching eigentlich immer sich in so einem Rahmen befinden muss und dass man diesen Rahmen aufbauen muss und immer stärker verfestigen will, so metaphorisch, und sich dann im Spiel auf diesen Rahmen bezieht. Und der Rahmen besteht halt aus Dingen, die den Spielern helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich diesen Rahmen habe, dann ist mein Spielcoaching nur noch ein Verweis. Ja, rausrücken, dann wissen die, ah, okay, Prinzip rausrücken, ja, alles klar. So, schließen, ne? Also bis überspielt, schließen. Sag ich einmal schließen, dann weiß der Spieler, ah, okay, alles klar. Wenn ich dem in der Situation erklären wollte, was schließen bedeutet, keine Chance. Also muss ich vorgearbeitet haben, muss es vorbereitet haben, damit mein Spielcoaching nachher mit einem Wort funktioniert. Ja? Also natürlich Ausnahmen, es gibt auch Sachen, die man situativ klären muss, aber man braucht mal so einen Grundrahmen, den die Spieler alle kennen, wo die sich daran orientieren und auf den man verweisen kann. So, und dann ist die Frage, was ist die Basis dafür? Und die Basis ist, wie der Rahmen das schon gezeigt hat, eine Orientierung. Eine Orientierung nenne ich mal auch Referenz, weil die bezieht sich ja auf was. Also in meinem Spielcoaching beziehe ich mich auf was, was ich vorbereitet habe. Und dann kann es effektiv und effizient sein und das Kommunizieren entscheidend umsetzen. Also die Aktionen können auch effektiv und effizient sein. Und da habe ich drei Beispiele zu. Das erste ist, dass Prinzipien mir natürlich Orientierung geben. Ein anderer DFB-Ausbilder hat mal gesagt, ich habe die Wahl als Trainer, ich kann entweder mit Prinzipien arbeiten oder mit den 1000 Situationen des Fußballs. Also, 1000 Situationen des Fußballs natürlich als Synonym dafür, dass ich jede Situation irgendwie gesondert betrachte und sage, so, jetzt ist der Ball da, jetzt ist die Lösung X und wenn der Ball 5 Meter weiter rechts ist, ist die Lösung halt Y. Das ist natürlich schwierig, das einem Spieler klarzumachen, sodass er das dann auch selber entscheiden kann. Weil er ist ja nie in der Situation A oder B, sondern er ist ja immer in der Situation C, D und unendlich, weil die Situationen niemals genau gleich sind. Also brauche ich Prinzipien, die in ähnlichen Situationen greifen, die einem Spieler, und das hat der Julian Nagelsmann eben auch schon gezeigt, ganz einfache Prinzipien, die dem Spieler eine Orientierung geben und die diesen Rahmen bilden. Ja, also der Rahmen wird dadurch erstmal angefüttert. Das ist die Basis. Und dann ist es natürlich auch so, wenn ich von Kommunizieren, Entscheiden, Umsetzen als Aktion spreche und ich will die Aktion verbessern, dann ist die Art, wie ich in der Vor- und Nachbereitung meines Spiels damit umgehe, ist natürlich ganz wichtig. Das heißt, ich mache eine Gegnervorbereitung nicht, weil irgendwie ich den zeitlichen Rahmen nicht anders füllen kann, sondern ich erhoffe mir ja von der Vorbereitung auf den nächsten Gegner, dass die Spieler dadurch, dass sie wissen, ah, okay, die und die Muster hat dieser Gegner, dass die im Spiel auf dem Platz stehen und schneller interpretieren können, was da läuft, weil sie es halt vorhersehen, weil ich es ihnen gezeigt habe. Es kann natürlich immer sein, dass der Gegner was anderes macht, aber ich würde mal sagen, zu 80% spielen Gegner konstant. Also du findest immer Merkmale dann im Spiel tatsächlich wieder, viele Merkmale, die du auch vorher, auf die du hingewiesen hast. Das heißt, die Spieler gehen nicht orientierungslos auf den Platz, weil wir gehen halt mal auf den Platz und wir gucken mal, gegen wen wir spielen, sondern die gehen auf den Platz und sind vorbereitet und in ihrer Kommunikation sind sie schneller, weil das, was um sie rum passiert, nicht irgendwie undefinierbar ist, sondern die können sehr schnell aufnehmen, was da tatsächlich passiert und das auch richtig interpretieren. Das Gleiche gilt für einen eigenen Plan. Also ich mache ja keinen Plan für ein Spiel, einfach nur, weil ich nichts Besseres zu tun habe, sondern weil ich mir davon erhoffe, dass die Kommunikation meiner Spieler besser wird. Dadurch, dass klar ist, wenn der Ball von A nach B gespielt wird und der Spieler auf Position B hat einen freien Fuß, also kann den Ball in die Tiefe spielen, dann soll der auch den Ball in die Tiefe spielen, weil die Kette des Gegners hochsteht, dann ist es natürlich für meine Außen viel einfacher, die Situation schneller zu erfassen, als wenn nicht klar ist, was macht der Gegner und was ist eigentlich unser Plan. Ja, also Vor- und Nachbereitung des Spiels oder generell Analyse hat natürlich einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert. Und auch in der Nachbereitung ist es auch für mich immer noch Spielcoaching, weil ich arbeite ja mit dem Spiel, nur halt in einer ruhigeren Atmosphäre, nicht während das Spiel läuft, sondern ich kann mit dem arbeiten, was passiert ist und den Übertrag schaffen auf das nächste Spiel oder auf die Zukunft. Und da natürlich Analyse dann entsprechend an den Prinzipien, die ich habe. Und das, was ich eben schon mal habe anklingen lassen, dieses Setzen von Ankern, also von Auslösern, wo jemand dann genau weiß, aha, darum geht's, komplexes Verhalten, durch ein Wort getriggert, also rausrücken beispielsweise, ist die dritte Geschichte, die ich dazu reinschmeißen möchte. Das hängt sehr stark mit den Prinzipien zusammen. Also ein Prinzip ist gut,
Manchmal muss ich den Spieler an ein Prinzip erinnern und dann ist es gut, wenn ich einen Anker habe, den der Spieler gesetzt hat, wenn er weiß, aha, Signal, ah, okay, ja, verstehe ich. So, und dann rufe ich dem das einmal zu, Theorie, ne? Also funktioniert nicht immer so, dann rufe ich dem das zu und dann weiß er Bescheid, in einer idealen Welt. Ne? Okay, ich zeige drei Situationen, in denen es um ein bestimmtes Prinzip geht. Einmal aus dem Training in einer ganz einfachen Form, ohne Gegnerdruck, dann einmal mit Gegnerdruck und aus einer Spielsituation. Und es geht um das Prinzip, dass wenn von der einen Seite nach innen gedribbelt oder gespielt wird, also ins Zentrum gespielt wird, dass dann der Flügelspieler auf der anderen Seite quer nach innen sprintet und versucht, unter die Kette zu kommen. Ja, also Rückpass oder Querpass von der einen Seite oder Rückdribbling oder Querdribbling und freier Fuß heißt für den auf der anderen Seite, ab geht's. Okay? Erstmal komplett losgelöst, so, Ball wird von außen nach innen gespielt, Quersprint, tiefer Ball. Mit Gegnerdruck, gleiches Prinzip. Ach, da löst sich raus, Quersprint, jetzt kommt der Ball zwar breit, aber der Lauf ins Zentrum war trotzdem die wichtigste Aktion dafür, dass das funktionieren konnte. Situation aus dem Testspiel, Freundschaftsspiel. Okay. Ist klar, was ich meine mit kommunizieren, entscheiden, umsetzen? Also nehmen wir mal die Situation. Wenn Arne Meyer jetzt gleich als Sechser den Ball bekommt, dann darf der nicht in dem Moment noch die Situation aufnehmen müssen, sondern muss der wissen, wenn der Ball da quer reingespielt wird, dann ist der außen auf dem Weg, hinter die Kette zu sprinten. Das heißt, seine Kommunikation verläuft viel schneller. Der dreht sich auf und das Erste, was er macht, ist zu gucken, ob der quer sprintet. Und wenn er quer sprintet, dann spielt er den Ball. Das heißt, dieser Prozess, kommunizieren, entscheiden, umsetzen, geht viel schneller. Dadurch, dass es ein Prinzip gibt und ich dieses Prinzip vorbereite. So, jetzt sind wir ja eigentlich nicht im Training, sondern wir sind ja im Spiel. Im Spiel ist es aber so, dass erstmal funktioniert das natürlich wahrscheinlich nur, wenn ich es trainiert habe. Und dann ist es aber so, dass wenn ich sehe, dass der Außen halt diesen Quersprint nicht macht, ich ihm einmal einen Hinweis geben kann und dann weiß er, ah, scheiße, ja, habe ich vergessen. Sorry, Trainer, sorry. Ja? Also so kann ich die Sachen ankern im Spiel, die ich im Training trainiert habe. Dafür ist aber wichtig, dass es ein Prinzip gibt, der Spieler das Prinzip versteht und trainiert hat. Das heißt, also die Botschaft ist im Prinzip, Spielcoaching findet nicht einfach so statt, weil man sich mal an die Linie stellt und guckt mal, was passiert und dann fällt einem schon das Richtige auf, sondern man hat halt auch als Trainer schon so eine Struktur, wo man sagt, okay, das haben wir besprochen, da müssen wir mal gucken, wie wir es umsetzen. Und man hat auch eine Referenz für sich selber, um zu arbeiten als Trainer und um zu coachen. Also diese drei Punkte konnte man, glaube ich, alle in den drei Situationen. Das ist nur ein Beispiel, es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Prinzipien und ihr macht eure eigenen Prinzipien natürlich, die für euch gelten und könnt mit denen arbeiten. So, und dann ging es ja darum, dass das, was ich machen will, oder meine Gegnervorbereitung, meine Analyse, dass das an alle eigentlich durchdringen muss, weil ich will ja von allen die Aktionen verbessern. Ja, also müssen die das alle irgendwie schaffen. Und da ist es ja so, klar, irgendwie traditionell hat man eine Gegnervorbereitung für alle gemacht oder macht man immer noch oder man macht keine. Aber mittlerweile ist es ja so, dass viel mehr Möglichkeiten da sind, auf die Bedürfnisse der Spieler zuzugehen. Es ist ja nicht so, dass man für irgendwann Gegnervorbereitung ansetzt und die dann alle topfit sind, ne? Und sagen, so, jetzt Gegnervorbereitung, habe ich richtig, richtig Bock drauf gerade. Sondern da sind ja einige dabei, die sagen, ja, okay, das muss ich mal im Video sehen, aber mal schauen. Dann gibt es welche, die sagen, ja, Video bringt mir nicht so viel, irgendwie brauche ich das immer auf dem Platz, ich muss das spüren. So, ich muss auf den Platz gehen und muss es da machen. Dann gibt es die, die sagen, puh, beim ersten Mal ist es ein bisschen eng, ich habe es jetzt noch nicht verstanden, kannst du mir das bitte nochmal erklären? Dann gibt es die, die sagen, ja, so eine Besprechung ist okay, aber wäre super, wenn ich das selber hätte und mir das angucken könnte, so wenn ich halt Ruhe habe und wenn ich Zeit habe und dann kriege ich das besser rein. Und dann gibt es die, die sagen, jetzt lass mich doch einfach mal kicken. Mein Gott, ja, immer die Besprechung hier, Video, schon wieder Video. Die gibt es auch.
Und wenn ich die alle erreichen will, dann wäre es natürlich super, wenn ich das, was ich an Prinzipien habe, auch unterschiedlich den Spielern zugänglich machen kann. Und der Julian Nagelsmann hat ja eben schon erzählt, dass sie das in der Kabine verfügbar haben, was sie so an Prinzipien haben. Das heißt, jeder kann die sich angucken. Ich glaube, bei denen, muss jetzt lügen, aber ich glaube, bei denen ist auch so, dass vor dem Training klar ist, welche Prinzipien heute trainiert werden und die Spieler sich das dann nochmal angucken können. Ja, also ich habe es verfügbar in unterschiedlichen Formen und auch da kann ich natürlich nochmal auf den Einzelnen eingehen und gucken, dass der Einzelne in der Lage ist, das, was ich transportieren möchte, besser aufzunehmen. So, jetzt habe ich viel Theorie erzählt. Die Frage ist, was heißt das? Ein bisschen was Praktisches habe ich auch gezeigt, aber was heißt das denn für die Praxis? Und ich habe dann gedacht, naja gut, irgendwie kommt wahrscheinlich jeder hier hin und sagt, so ein paar Sachen will ich mitnehmen. Und sicherlich haben ganz viele Leute ganz viel von Markus mitgenommen und sicherlich auch von Julian. Dann habe ich gedacht, na gut, mein Anspruch ist schon, dass ihr von mir auch was mitnehmt. Also habe ich ein paar Sachen gleich als so Take-Home-Messages formuliert. Erstmal ist die Erkenntnis oder das, was ich als Botschaft eigentlich gerne transportieren möchte, ist, dass es immer eine Referenz braucht im Spielcoaching, damit das funktionieren kann. So, und damit verbessert ihr die Aktionen eurer Spieler. Ja, im Großen und Ganzen. Und damit auch die Qualität eures Spiels. Und was ihr auch macht, ist, ihr gebt den Spielern gewisse Freiheiten. Ja, dadurch, dass die Referenz aus Prinzipien besteht, gibt es immer die Möglichkeit, die Prinzipien unterschiedlich anzuwenden. Also es ist ein Prinzip. Ja, und in unterschiedlichen Situationen hat der Spieler die Freiheit, dieses Prinzip anzuwenden. Er kann es aber so machen, wie er es will. Es sind nicht die tausend Situationen des Fußballs, wo ich für jede Situation irgendwie eine andere Lösung vorgebe. Sondern es sind Prinzipien. Schafft Freiheit für den Spieler. Und damit erhöht sich die Qualität des Spiels. Und diese Prinzipien, und das ist auch eine Erfahrung, wenn man damit arbeitet, man überlegt sich natürlich, okay, wie könnte ich das jetzt sagen, das, was ich da eigentlich mir so vorstelle für das Verhalten meiner Mannschaft, das ist ein Prozess, da eine griffige Formulierung für zu finden jeweils. Also es ist schon, man kann schon irgendwie alles in Worten ausdrücken, aber meistens kommt dann irgendwie der Punkt, wo man sagt, naja, so kann man es doch nicht sagen, da müssen wir nochmal ran und dann müssen wir nochmal überlegen, okay. Also die müssen irgendwo griffig sein, um tatsächlich zu sein und im Spiel nutzbar zu sein. Also sie müssen einmal griffig sein und für euch als Trainer müsst ihr diese Prinzipien natürlich auch noch so ein bisschen ausdifferenzieren, weil es gibt ja immer die Situation, das Prinzip ist eigentlich gut, aber, und dann gibt es eine Ausnahme. Und diese Ausnahmen müsst ihr für euch definieren. Also vielleicht als Beispiel, ich kann natürlich meiner Viererkette sagen, wir spielen nie auf Abseits, das ist ein Prinzip, da wissen die, alles klar, freier Fuß beim Gegner, tiefer Laufweg, Tiefe sichern. So, nicht hier den, sondern Tiefe sichern. Ja, klares Prinzip. So, jetzt gibt es aber die Situation, Eckball für die eigene Mannschaft, Konter durch die andere Mannschaft, Überzahl 3 gegen 1, sollte nicht passieren, passiert aber, haben wir alle schon erlebt. Und jetzt ist die einzige Möglichkeit für mich, das Ding noch zu verteidigen, als weiß ich nicht, Außenverteidiger, der hinten geblieben ist, dass ich versuche, einen von denen ins Abseits zu stellen. Also Prinzip und Ausnahme gibt es natürlich auch immer. Und da ist es, also ihr werdet besser als Trainer, je besser ihr diese Ausnahmen im Griff habt und da auch eine Argumentation dann für habt. Dann ging es ja um diese Anker und bei den Ankern ist wichtig, dass das klare Signale sind, also dass da entweder dass da ein Wort für steht oder dass da eine bestimmte Geste für steht, also dass es irgendwo ein Zeichen gibt, wo die Spieler wissen, ah, okay, das meint er. Ja? Weil wenn ich in der Situation dann irgendwie irgendwas raushole, wo ich denke, naja, dadurch müsst ihr das eigentlich verstehen, dann hilft mir im Prinzip auch wieder nicht so gut, als hätte ich da wirklich klar das benannt. Also was, vielleicht hat es einen Namen, das Prinzip. Und dann, da kam ja auch eben eine Frage an Julian. Ich weiß nicht mehr genau, wie die formuliert war, aber es ging irgendwie so in die Richtung Spieler überfordern. Und das Gehirn kann man auch trainieren. Also es ist nicht so, dass das Gehirn irgendwie so eine träge Masse wäre, die da oben sitzt und man hat es entweder oder nicht, sondern man kann das Gehirn trainieren und wenn ich natürlich Kapazität bei meinen Spielern haben will, dann muss ich schon auch das Gehirn ein bisschen beanspruchen. Er hat es, glaube ich, jetzt weiß ich, er hat gesagt, er hat einen Trainer, der hat irgendwie 3 Sachen mitgenommen im Monat, einen, der hat 20 vermittelt, aber davon hat er 7 mitgenommen. Also dieses Prinzip, wirklich auch eine Belastung fürs Gehirn zu schaffen im Training, erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich danach im Spiel machen will, dass das auch besser funktioniert. Also Gehirne trainieren, auch wichtiger Aspekt. Dann war es ja so, dass wir gesagt haben, unterschiedliche Kanäle oder Informationen kommen auf unterschiedlichen Kanälen bei Spielern an. Und diese Kanäle oder Zeiten kann ich als Trainer ja auch nutzen, damit die Infos möglichst gut ankommen.
Also ich kann ja heute, ich meine, jeder hat WhatsApp und jeder kann irgendwas aufnehmen mit dem Handy. Also selbst wenn man jetzt nicht irgendwie einen Videoanalysten hat und eine eigene Kommunikationsplattform, dann kann man ja trotzdem den Spielern was zur Verfügung stellen. Das heißt, man macht eine Besprechung und hat jetzt die große Hoffnung, dass alle gut zugehört haben, alle das verstanden haben. Man kann aber diese Besprechung auch allen zuschicken nachher. Das heißt, der gesagt hat, also eben war ich ein bisschen durch oder war sauer oder keine Ahnung, war noch irgendwie, hab Probleme mit der Freundin, und aber ich will mir das nochmal angucken, der kann sich das angucken. Und es ist interessant, dass die Bereitschaft dazu echt groß ist bei den Spielern heute. Also wir halten das natürlich jetzt nicht nach, aber wir haben eine Kommunikationsplattform bei der U21, wo wir im Prinzip sehen können, wer sich was anguckt, aber wie viele Leute sich was angucken. Und bei den Dingen, die wir reinstellen, das war auch eine Entwicklung, die gucken sich das wirklich an. Ja, also auch fast alle. Das heißt, die nehmen das in Anspruch und haben aber eine flexible Zeit, wo sie sich angucken, und haben auch mehrere Möglichkeiten, an diese Informationen zu kommen, also unterschiedliche Kanäle. Und damit erhöht man einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Info ankommt, ja, und dass Prinzipien dann auch besser verstanden werden. So, selber akribisch vorbereiten, haben wir eben auch schon zugehört, dass das wichtig ist. Es gibt immer bestimmte Szenarien, die auftreten können, je nachdem, was das für ein Spiel ist, ob es irgendein K.O.-Wettbewerb ist oder ob es ein reines Meisterschaftsspiel ist. Darauf kann man sich akribisch vorbereiten. Man kann vorher im Spiel, im Team auch Dinge durchsprechen, im Sinne von wenn dann, also wenn was Bestimmtes passiert, wenn wir in Unterzahl geraten und wir sind im Rückstand, wenn wir in Unterzahl geraten und wir müssen das Ergebnis sichern, dann verhält man sich wahrscheinlich unterschiedlich. Also auch als Trainer kann man sich durch bestimmte Dinge, die man vorher bespricht, sich das Leben leichter machen. Das hat Julian ja vorhin auch gesagt, für ihn ist ganz klar, es geht immer Einwechslung vor Auswechslung, es geht immer offensiv vor defensiv, glaube ich, oder mutig auf jeden Fall sollte es sein. Und das ist, wenn man das Prinzip für sich klar hat und handelt in der Situation, in der es ja emotional ist, handelt man nach dem Prinzip, dann geht es schneller. Und trotzdem geht es natürlich am Ende auch immer um Bauchgefühl. Also ich kann Prinzipien haben noch und nöcher, und ich kann mir vorher überlegt haben, wenn wir heute zurückliegen, dann bringe ich den und den Spieler. Aber irgendwie habe ich dem beim Aufwärmen in die Augen geguckt und ich habe das Gefühl, der ist es heute nicht. Warum auch immer, der ist es nicht. So, dann bringe ich halt einen anderen. Also das Bauchgefühl müsst ihr euch als Trainer natürlich immer erhalten. Dann ist natürlich das, was ich weitergebe im Spiel, immer davon abhängig, wie gut die Informationen sind, die ich selber habe. Also sprich, ich kann mich natürlich an die Linie stellen und guck mir jetzt an, was passiert, aber ihr wisst selber alle, du stehst da und denkst, ja, läuft gut oder läuft nicht so gut. Warum nicht so gut? Schwer zu sagen manchmal. Also bis man das wirklich erfasst hat, als Cheftrainer, der sich ja mit allen möglichen anderen Dingen und mit Entscheidungen und Wechseln und allem drumherum auch noch beschäftigen muss, das ist echt schwer. Aber ihr habt ja ein Team. Also fast alle von euch sind im höheren Bereich tätig, das heißt, ihr habt ein Team. Dieses Team hat Kapazitäten und hat einen anderen Blickwinkel. Also setzt doch jemanden auf die Tribüne, der euch mit guten Informationen versorgt. So, und wenn ihr genau wisst, was da passiert, weil jemand von oben euch gesagt hat, aus einer Perspektive, die ihr selber nicht einnehmen könnt, Informationen, die ihr selber nicht haben könnt, dann nutzt das doch. Und auch dann habt ihr mit besseren Informationen eine bessere Möglichkeit zu coachen. Ups. Gebt nicht alles vor. Also das soll jetzt kein, also es geht eigentlich mehr um meinen Vortrag, also es soll kein Plädoyer dafür sein, irgendwie alles vorzugeben, sondern ganz im Gegenteil, es geht eher darum, dass man anhand von Prinzipien den Spielern einen Rahmen gibt und innerhalb dieses Rahmens eine Freiheit besteht. Das ist der Rahmen, in dem könnt ihr euch bewegen. Und wie ihr es anwendet in der Situation, entscheidet ihr, also es ist eure Entscheidung, Spieler treffen die oder setzen die Entscheidung von Spielern um. Und wir können nachher darüber sprechen, ob das jetzt in der Situation gut funktioniert hat oder eher nicht so. Aber es ist erstmal eure Entscheidung. Also, gebt nicht alles vor, weil, es wisst ihr, das lebt von der Intuition der Spieler. Es ist nicht bei jedem Spiel, es gibt schon Spieler, die sehr, sehr stark über das Rationale funktionieren, aber es gibt genauso Spieler, die extrem über die Intuition funktionieren. Und im Spiel muss es halt schnell gehen, da kann ich nicht mehr genau drüber nachdenken, ah, okay, jetzt ist der, ist da. Ne? Sondern Intuition. Und die Intuition hat ja auch immer was damit zu tun, ob ich das, was ich sehe, schlüssig und schnell interpretieren kann. Und was auch wichtig ist, glaube ich, wir Trainer denken immer, naja, ich kann schon in jeder Situation genau sagen, was jetzt die richtige Lösung wäre. Aber Spieler finden manchmal Lösungen, die finden wir nicht. Also das ganze Thema Kreativität töte ich natürlich damit ab, wenn ich alles vorgebe. Also gebt denen eine Chance, eine Lösung zu finden, die besser ist als eure.
Für den Nachwuchs, so Spielcoaching im Nachwuchs ist ja eigentlich sehr häufig, muss ich sagen, sieht genau aus wie im Seniorenbereich. Also auch voll auf Erfolg, und ich will jetzt gar nicht diese alte Debatte lostreten, ob es jetzt, also was Erfolg überhaupt ist, sondern es geht halt darum, dann dem Spieler möglichst oft und möglichst genau vorzugeben, was er machen soll. Das heißt, die Entscheidung trifft nicht der Spieler, sondern der Trainer. So, also setzt der Spieler Entscheidungen vom Trainer um. So, und das darf halt aus meiner Sicht im Nachwuchsbereich, so als Appell, darf halt nicht sein. Sondern das Lernen über Erfahrung, ihr kennt ja die Story mit der heißen Herdplatte, die funktioniert halt nur, wenn man mal draufgepackt hat. Ne? Also wenn man, wenn einem immer wer sagt, nein, pack nicht drauf, nein, pack nicht drauf. Nein. Also wenn man einmal draufgepackt hat, packt man nicht mehr drauf. So lange, bis das passiert ist, wird man immer jemanden brauchen, der sagt, nein, pack nicht drauf. Ne? Also Erfahrung, ganz, ganz wichtig. Ne? Also dieses, die Situation richtig einzuschätzen, richtig zu entscheiden oder der Situation gemäß uns dann umzusetzen, muss man lernen. Und die Erfahrung muss man machen. Und ganz zum Schluss, ja, das geht dann wieder mehr ins Zwischenmenschliche und das spielt, glaube ich, auch sehr in die Richtung, die du vorhin, glaube ich, mit Respekt beschrieben hast, Markus. Natürlich haben wir an der Seitenlinie immer irgendwie Stress und Druck, aber es ist ganz wichtig, diesen Stress und Druck nicht weiterzugeben, sondern Loyalität denen gegenüber zu haben, die da mit euch zusammenarbeiten. Also sowohl eurem Trainerteam als auch eurem Team auf dem Platz. Weil ich glaube schon, dass man versucht ist, wenn jetzt, ich sag mal, so aus eigener Erfahrung, der Co-Trainer ist, also nicht aus der aktuellen Konstellation natürlich, aber der Co-Trainer ist für die Standards zuständig. So, jetzt fällt ein Standardtor, was macht ihr als Trainer? So, ich habe schon viele Trainer gesehen, die den Co-Trainer zusammenscheißen, weil der ist ja dafür verantwortlich. So, und auch das ist Spielcoaching, weil Spielcoaching ist ja ganz viel Außendarstellung auch. Es geht ja nicht nur um Sport, sondern es ist ja auch, ich zeige ja, wer ich bin. Weil es ist stressig, es ist emotional, da kann ich mich nicht verstecken, da kommt immer raus, wer ich bin. So, in dem Moment, wenn ihr da Loyalität zeigen könnt, das vergisst euch euer Team nie. Das kriegt ihr immer zurück. Deswegen mit Spielern, aber auch natürlich auch mit euren Mitarbeitern, diese Loyalität, dieses Respekt geben und dann auch Respekt wiederbekommen, glaube ich, als abschließende Botschaft eine ganz wichtige Geschichte. Also wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, ihr habt das Wort kommunizieren, das Wort entscheiden, das Wort umsetzen sehr, sehr häufig gehört und das Wort Prinzipien. Ziel oder die Botschaft an sich sollte sein, wenn ich über Spielcoaching spreche, das nicht so als abgetrenntes Ereignis zu sehen, sondern zu wissen, dass ich das vorbereiten muss. Also ich coache nicht im luftleeren Raum, sondern ich coache das, was ich trainiert habe, was ich besprochen habe, was ich gezeigt habe. Ja, und wenn ich das mache, dann kann ich das abrufen. Ansonsten ist es immer eine neue Situation für den Spieler. Und damit euer Spielcoaching aber effektiv ist, müsst ihr eben es eingrenzen durch Prinzipien und diese Prinzipien im Spiel möglichst zuverlässig abrufen. So, jetzt bin ich sehr gespannt, was für Fragen dazu kommen. Ja, Dirk braucht noch eine Minute. Jetzt muss ich überlegen. Ja, okay. Vielleicht kann ich das gerade überbrücken mit dem Hinweis, dass Markus hat ja vorhin gesagt, dass das Thema Coaching eigentlich stärker beleuchtet werden müsste in der Trainerausbildung. Hat er auch vollkommen recht mit. Ist auch was wir verfolgen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich so sehe. Also die Frage hat mir jetzt keiner gestellt, ich beantworte die einfach mal. Ich habe sie jetzt selber in den Raum gestellt. Weil dadurch, dass wir sehr viele Trainer sehen in Eignungsprüfungen, im Lehrgang, fällt schon auf, dass wir so bei der ganzen strukturellen Geschichte des Fußballs sehr, sehr weit sind und auch alle dann ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Aber das Coaching ist tatsächlich, und deswegen finde ich es gut, dass das hier Thema ist, das übergreifende Thema, das Coaching ist wirklich was verbesserungswürdig ist. Deswegen super, dass das hier zu dem Thema dann auch stattfindet. Okay, Dirk. Ja, herzlichen Dank zunächst mal bis hierhin, Daniel, aber ich sehe, dass doch einige Anregungen, Nachfragen, wir haben sogar Vorschläge, was die Vokabel angeht. Lass uns mal beginnen. Die erste Frage lautet, wie wirken Sie dem Teamgedanken entgegen, wenn mehrere Spieler sagen, Trainer, lass uns doch einfach kicken? Dem Teamgedanken entgegen? Ach so, wie wirken die Spieler dem Teamgedanken entgegen, nicht ich?
Gar nicht, würde ich sagen. Die müssen halt Kicken kriegen dann. Also ich muss dafür sorgen, dass die kicken können. Ich glaube, sonst wäre ich auch irgendwie kein guter Trainer. Also bei allem, was passiert und bei allem, was jetzt sicherlich hier irgendwie so ein strukturierter Ansatz ist, das ist ja nur für uns Trainer als Hintergrund. Das hat ja noch nichts damit zu tun, was für Methoden ich wähle. Also ob ich jetzt unbedingt irgendwas erstmal isoliert trainieren muss und im 11 gegen 0 durchspielen, das hat damit nichts zu tun. Das kann ich auch aus dem Spiel raus machen. Es ist halt wichtig, dass ich es vorher angesprochen habe, damit ich nachher darauf zurückgreifen kann. Und lass uns mal kicken. Ich finde, das ist jetzt doch eine gute Frage, weil man sich als Trainer natürlich immer sehr gut aussuchen muss und die Situation sehr gut erkennen muss, wann man coacht. Und man kann natürlich auch alles zercoachen. Also wenn ich jetzt 10 Anläufe brauche, um die vernünftige Situation zu finden, um einen bestimmten Punkt zu besprechen, das ist natürlich schwierig. Wenn ich es aber beim ersten Mal schaffe, weil ich einfach sehr gut sehe, was passiert und direkt den Zugriff habe, dann könnte ich auch viel kicken. Aber dann schaffe ich es mit einem Mal und vielleicht spreche ich es nochmal an, simultan, und dann bin ich da. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja das Kicken auch ein ganz elementarer Bestandteil zum Thema Entscheidungen treffen und sie machen lassen. Das heißt Umsetzen des ganzen Prozesses. Ja genau, also es ist am Ende hat das... Also dieses Kommunizieren, Entscheiden, Umsetzen hat auch Konsequenzen fürs Training, weil wenn ich jetzt, sagen wir, ich nehme jetzt eine ganz normale Passform, eine Passform ist einfach nur Umsetzen. In der Passform muss ich keine Entscheidung treffen, ich muss nicht mit nichts kommunizieren eigentlich, so ein bisschen mit der Position meines Mitspielers. Aber es trainiert eigentlich nicht die Entscheidung des Spielers und damit auch eigentlich nicht die Aktion, sondern es trainiert einfach nur eine Bewegung. So, und deswegen ist ja generell die Frage, wie viel will ich in einfachen Passformen trainieren? Daniel, wie lange dauert nach deiner eigenen Erfahrung der Prozess bei einer Mannschaft, bis sie die grundlegenden Prinzipien für sich verinnerlicht haben, sodass du darauf in deinem Coaching erfolgreich aufbauen kannst? Also wie lange dauert der Prozess? Das geht sehr schnell. Also es hängt ein bisschen davon ab, was man für einen Anspruch an das Niveau stellt, auf dem die Prinzipien dann schon umgesetzt werden sollen. Aber ich kann mich erinnern, wahrscheinlich erinnern sich alle, ich habe mit Roger Schmidt in Leverkusen zusammengearbeitet und Roger, als er nach Leverkusen kam, hat ja eine Spielweise reingebracht, die komplett konträr war zu dem, was vorher gespielt war. Also bei Sami Hyypiä wurde sehr viel auf Ballbesitz gespielt und Roger kam und sagte so gegen den Ball und volle Intensität und die gleichen Spieler, das hätte ich mir nie vorstellen können, die gleichen Spieler konnten innerhalb von 10 Tagen, konnten die das. Also sie konnten es. Und dann muss dann im Detail gearbeitet werden. Aber diese grundlegenden Prinzipien haben die total schnell verstanden. Also ich glaube schon, dass, das hängt dann natürlich auch mit der Qualität der Spieler zusammen, dass man das recht schnell reinbekommen kann. Und es hängt ein bisschen mit der Qualität der Prinzipien zusammen, wie einfach die sind und wie griffig. Deswegen meinte ich griffig, also nicht einfach nur irgendwelche Prinzipien, sondern die müssen griffig formuliert sein. Und man muss dann natürlich auch sehr, sehr gut deutlich machen können, wie das Prinzip in bestimmten Situationen funktioniert hat, so in der Nachbetrachtung beispielsweise. Also Jonas und Ayosha haben die Fragen super vorsortiert, denn auf deine Aussage bezieht sich die nächste Frage. Aha. Definieren sich die Prinzipien an den Ansprüchen des Trainers oder an den Qualitäten der Spieler? Ich glaube, dass die Prinzipien keine, also zunächst mal, oder dass Prinzipien keine Frage der Qualität der Spieler sind. Ich glaube, die helfen jedem Spieler, weil jeder Spieler muss kommunizieren, entscheiden, umsetzen. Das ist halt auf... Man hat ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen weniger und die Informationen sind ein bisschen klarer oder ein bisschen weniger klar, je nachdem, auf was für ein Niveau man sich bewegt. Aber ich glaube, das ist nicht niveauabhängig. Also das geht mit allen Mannschaften. Man hat halt ein unterschiedliches Zeitbudget. Wenn ich jeden Tag mit denen auf dem Platz stehe, dann habe ich natürlich mehr Kontakt und mehr Möglichkeiten, meine Prinzipien an den Mann zu bringen. Und wenn ich 2 Trainingseinheiten in die Woche habe, dann muss ich halt schon... Und dann noch kicken, ne? Die wollen ja auch kicken, gerade die wollen kicken. Ja, da muss ich schon ein bisschen reduzieren und muss halt meine Prinzipien ganz, ganz einfach formulieren. Aber die helfen trotzdem. Die helfen trotzdem, sicher sogar. Die nächste Frage bezieht sich auf die Leitlinien des DFB, die Hansi Flick ja schon mal in Fulda vorgestellt hat und nach denen ja auch viel Trainerausbildung und Spielerausbildung stattfindet. Und nach der Möglichkeit des Übertrages der Prinzipien des Spielcoachings auf die Leitlinien des DFB. Und die Bitte, das vielleicht an 1, 2 Leitlinien festzumachen. Also zunächst mal sind die Leitlinien, finde ich, ein Segen, weil wir haben ja so wir haben ja Jahrgänge, die wechseln. Das heißt, wir kriegen alle 2 Jahre neue Spieler. Und diese Spieler, die kommen zu uns und der Rahmen ist eigentlich schon da. Also das, was ich als Rahmen dargestellt habe, das ist ja konstant. Das ist ja bei uns so, das ist in der U20, das ist in der U19, das ist überall. Das heißt, die Spieler, die zu uns kommen, die wissen schon, wie wir Fußball spielen eigentlich. Und dann kannst du sehr schnell erstmal gut mit denen spielen.
Ja, also die Aktionen sind einfach klar. Es ist klar, wie das Zusammenspiel aussehen soll. Und von daher sind die Leitlinien total, total wertvoll, finde ich, und sind auch was, was jeder Club, der da irgendwie durchgängig arbeiten will, haben sollte. Und ich glaube, das haben auch sehr viele. Jetzt muss man gerade helfen. Wie war die Frage nochmal? Also letzten Endes, wir finden unter Zeitraum und Gegnerdruck die bestmögliche Entscheidung. Ja. Das ist ja so eine Leitlinie, die unmittelbar mit den Prinzipien noch zusammenhängt, die du vorgestellt hast. Ja. Da muss man natürlich als Trainer erstmal noch gefragt zu sagen, was ist denn die beste Entscheidung? Also es ist ja schon so, dass die Leitlinien sind der Rahmen, aber innerhalb des Rahmens gibt es schon auch Möglichkeiten, das nochmal genau zu definieren auf die Situation bezogen. Aber die beste Lösung ist natürlich erstmal verlangt vom Trainer, dass es definiert wird. War das das Beispiel? Ja, nee, das war nicht das Beispiel, glaube ich. Okay, ja. Okay, welche Möglichkeiten, das ist die Geschichte mit dem Pinguin, welche Möglichkeiten habe ich als Trainer, mein Coaching-Verhalten während des Spiels zu reflektieren und zukünftig zu verändern? Vielleicht sogar schon im Spiel. Boah, Veränderungen im Spiel, das sind 90 Minuten, ich glaube eine Verhaltensänderung, da würden sich sehr, sehr viele, Psychologen, Psychiater würden sich sehr freuen, wenn das ginge. Ich glaube, das geht nicht, das wäre sehr kurzfristiges Zusammenreißen, würde ich jetzt mal sagen, also nicht der Pinguin zu sein. Ich glaube, dass es helfen kann, wenn man sich selber sieht. Also sich selber beispielsweise, also sich Aufnahmen von sich selber anzugucken, ohne das irgendwie so narzisstisch zu tun und zu sagen, so, ich guck mal, was ich für ein super Typ bin und wie ich da an der Linie stehe, sondern sich einfach anzugucken, wie man auf sich selber wirkt. Ich glaube, das ist das, was die beste Einsicht bringt. Und das zu reflektieren und wirklich strukturiert, vielleicht auch mit Unterstützung zu reflektieren, ich glaube, das kann den schnellsten Erfolg bringen. Aber es geht auf jeden Fall darum, um sich selbst zu reflektieren und daraus die Erkenntnis zu gewinnen. Aber über ein Spiel fände ich das schwierig. Das ist für mich wirklich nur so ein sich selbst runterregulieren. Eher ein Prozess. Ich finde übrigens, Entschuldigung, dass ich da nochmal reingehe, so dieses selber runterregulieren ist ja auch ein Motiv des Spielcoachings fast, ne? Also für so dieses was rauslassen und aktiv sein und abbauen, das hat was mit Spielcoaching auch zu tun. Von daher kann man das gar nicht trennen. Und für manche Trainer ist es, glaube ich, auch wichtig, dass sie das haben. Absolut, das sehe ich auch. Welchen Einfluss haben kulturelle und sprachliche Unterschiede auf dein Spielcoaching? Es wird einfacher, je kürzer der Hinweis ist, den ich geben muss. Weil ich glaube, wenn ich ein Codewort habe, mit dem ich eine bestimmte Aktion auslösen, das wäre wieder zu aktiv, aber mit der ich Feedback zu einer bestimmten Aktion geben kann, dann ist das auch für einen Spieler, der die Sprache nicht spricht, nicht so schwierig. Also ich glaube, diese paar Wörter, die dann für die Prinzipien wichtig sind, die kann jeder schnell lernen. Und von daher ist die Sprache natürlich, Kommunikation ist auch Sprache und so im Detail Absprachen mit Mitspielern treffen, so heute spielen wir gegen Gegner, das spielt so und so, lass uns mal versuchen, das und das. Das ist natürlich schwer. Das kriegen die nicht hin. Aber so die Kommunikation im Spiel ist schon möglich. Also ja, Sprache spielt eine Rolle, ist aber kein Hindernis dafür. Okay. Ja, letzte. Moment, jetzt müssen wir hier einmal drüber wischen. So haben wir es nicht. Jetzt spielt mir die Technik einen Streich an dieser Stelle. Kannst du mir auch einfach irgendwas aus deinem Bauch ausfragen? Letzten Endes beinhaltete diese Frage ja noch eine andere Komponente, nämlich den kulturelle Unterschied. Ja? Joscha, wenn du das wieder in die Gänge bringen könntest, wäre ich dir trotzdem sehr dankbar. Kultureller Unterschied heißt ja auch Deuten oder Umgang mit Spielern, hat ja wieder mit Persönlichkeit zu tun. Ja, das heißt natürlich, dass ich mich als Spieler schon mit denen beschäftigen muss, die da vor mir sind. Und da kann ich auch wieder an das erinnern, was Markus heute gesagt hat. Ich muss halt den Schlüssel zu jedem Einzelnen finden und da gehört auch natürlich dessen Kultur zu. Und weiß ich nicht, wenn ich einen Asiaten, das ist jetzt viel zu allgemein, aber sagen wir mal, ich hole einen Japaner, dann muss ich mich natürlich schon beschäftigen damit, was in der Kultur für Werte existieren und welche Verhaltensweisen wie interpretiert werden. Das gehört dann zu meinem Job als Trainer dazu. Da muss ich halt mal ein halbes Spiel weniger gucken und meinem Co-Trainer vertrauen, dass der die Infos da auch rauszieht, aber die Zeit dann nutzen und mich mit der Kultur beschäftigen, ja. Okay, wir haben noch zwei weitere Fragen, die würden wir, wie alle anderen Fragen, die an die Referenten heute eingegangen sind und die wir nicht hier besprechen konnten, dann wie versprochen auf Homepage oder im BDFL-Journal aufgreifen. Aber worauf ich auf jeden Fall noch eingehen möchte, ist der Vorschlag, anderes Wort für Kommunikation wäre Reizfilterung. Interagieren, gegenseitig aufeinander einwirken, ja. Und Spielverständnis. Das waren die
Vorschläge für Kommunikation. Reizfilterung, Interaktion und Spielverständnis. Ja, lass mich mal durch den Kopf gehen. Wir danken dir auf jeden Fall für diesen wirklich interessanten Ansatz und für diese interessante Perspektive auf das Thema Spielcoaching. Sehr gern. Daniel, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Sehr gern.